wir werden morgen mit 6 Tesla-Spulen mehr in der Steampunk-Szene vertreten sein. Die werden wir heute auch alle fertig kriegen, weil es ist recht einfach. Ich mache das jetzt seit knapp 6 Monaten, also noch nicht so lange. Habe mich aber sehr intensiv damit beschäftigt, damit ich da meine Uhren-Tesla ans Laufen kriege. War nicht ganz so einfach wie versprochen in diesem Kickstarter-Forum. Da hieß es einfach nur zusammenlöten, zusammenstecken, läuft. Ja, schön war's. Ich musste noch ein Oszilloskop besorgen. Das habe ich mir gekauft. Ich habe mir noch einen Frequenzgenerator gekauft, um die Resonanzfrequenz zu messen. Weil die Wicklung, ich weiß nicht, USA ist nun mal nicht so der qualitativ hochwertigste Standort auf der Welt. Und die Spule entsprach natürlich nicht der Resonanz, wie sie angegeben war. Und deswegen musste hinterher die Primärspule angepasst werden. Könnt ihr hier einmal schauen. Wenn man hier guckt, sieht man, dass ich hier die Primärwicklung wirklich von Hand nochmal angefertigt habe. Die ist ein bisschen gespreizt worden, damit die Resonanz runtergeht von der Primärspule, weil es passte nicht zusammen. Ja, 6 Monate ist nicht lang, aber nichtsdestotrotz habe ich doch die Grundkenntnisse und eigentlich auch ein paar Tricks und Kniffe gelernt, um euch ein bisschen was zu zeigen und eine Einführung zu geben, sodass ihr da auch Spaß dran habt und dann vielleicht das ganze Thema mal weiterverfolgen werdet. Ja, das ist unsere Schaltung, die wir heute hier zusammenlöten werden. Die möchte ich euch jetzt kurz erklären, wie die funktioniert. Also, wir gehen mal davon aus, das ganze System hier müsst ihr euch als riesengroßes Freibad vorstellen. Die Batterie ist der Parkplatz. Hier stehen jede Menge People und wollen in das Freibad rein. Dann haben wir einen Schalter, das ist unsere Kasse. So, wenn die Kasse offen macht, strömen die Leute natürlich vom Parkplatz erstmal rein in das große Freibad. Laufen hier den großen Weg rum und hier teilen die sich auf. Der eine Teil wandert hier runter zum Widerstand, ist jetzt in dem Fall so eine Krabbelröhre. Ja? Ja, ist eng, muss man so durchkriechen, haben sie keine Lust. Ja? Menschen sind faul, Strom ist auch faul. Ja? Nehmt über den Weg des geringsten Widerstandes, bleiben alle davor stehen und murren rum. Ja? Scheiße, keine Lust mehr, will er nicht durch. Ja, die anderen haben den Weg zur Rutsche gefunden und rutschen auf der Primärrutsche, diese 4 Wicklungen runter, freuen sich schon tierisch, kommen aber leider unten am Transistor an und der ist im Moment zu. So, was passiert? Dumm, gibt einen riesen Rückstau auf der Rutsche. Dann zeige ich mich mal ein. So. Staut sich hier zurück. So, was passiert? Hier entsteht Gedränge. Ja. Die Leute sind ja da, jetzt kommt hier der Rückstau, ja, murren noch mehr, sagen, ja, also Mist, jetzt muss ich doch durch diese Röhre krabbeln. Ja. So, die ersten People krabbeln hier durch diese Röhre und kommen quasi zum Transistor, zum Eingang, weil hier unten ist eine Diode, das ist eine Einbahnstraße, hier können sie nicht durch. Ja. Geht nur den Weg durch den Transistor, was sie jetzt nicht wissen, sobald sie hier durchkrabbeln, öffnen sie den Schieber der großen Rutsche. So, was geschieht? Hier, die Leute fließen ab mit einmal. Ja, es gibt einen riesen Sturz, wusch macht es. Die ganzen Leute rutschen hier die Rutsche runter und rutschen Richtung Ausgang. Ja, was passiert dabei? Die fangen natürlich an zu schreien. Wenn du da sitzt in so einem Gedränge auf der Rutsche und auf einmal geht's los, ist aber Achterbahn. So, jetzt fangen die tierisch an zu schreien. Was man wissen muss, die Rutsche ist um die Liegewiese gebaut. Das ist diese hier, das ist unsere Sekundärspule. Hier, sage ich mal, liegen 1000 Mann auf dieser Wiese. Ja? Und die große Rutsche ist da drum gebaut und die fangen tierisch an zu schreien. Es bricht eine riesige Panik aus, hier auf dieser Liegewiese. Und die ganzen Leute strömen ins Freie durch unseren Toroid. Das ist der Notausgang. Ja? Die rennen da hoch und einfach aus dem Notausgang raus. Will hier weg, ist ja Panik, alle am Schreien. Ein paar nehmen auch hier diesen Seitenausgang, den es hier gibt, und kommen auch wieder am Transistor an und können hier auch noch zum Ausgang laufen. So, jetzt leert sich natürlich die Liegewiese, der Strom hier versiegt und das Wichtigste ist, unsere Rutsche ist wieder leer. Was geschieht? Der Rückstau hier oben ist aufgehoben. Ja, die nächsten People, die hier reinkommen, kommen hier wieder an, es ist ja kein Gedränge, also geht das Gemurre wieder los und Röhre will nicht. Ja, und damit sind wir schon wieder beim Anfang, ja, und das ganze Prozess wiederholt sich. Es bildet sich wieder ein Rückstau, die ersten sind auf der Rutsche, der Schieber ist zugegangen. Weil solange hier keiner durch die Röhre krabbelt und an diesem Schieberkasten vorbeikommt, ist der Transistor zu und die Rutsche ist damit auch nicht geschlossen.
Ja, und dann haben wir hier quasi das Übersetzungsverhältnis. Hier passen vielleicht 40 Mann auf die Rutsche, auf der Liegewiese 1000. Dadurch habe ich ein Übersetzungsverhältnis. Es kommen quasi mehr Leute raus, wenn hier welche schreien. Wenn hier natürlich die Rutsche größer wird, sage ich 60 Mann, also ich packe eine Windung mehr rein, passen 60 Mann drauf, habe ich natürlich eine andere Übersetzung. Weil es schreien mehr Leute hier, die sind lauter und natürlich kommen dann hier mehr Menschen raus. So, Transistor, das ist unser Tipp, den habe ich gerade auch schon erklärt. Der ist im geschlossenen, in meinem einfachen Zustand geschlossen und macht nichts. Erst wenn an der Basis Strom anliegt, also hier Strom ankommt durch den Widerstand, fängt er an zu öffnen und der Strom fließt. Was du wissen müsst, ist dieser Vorgang mit dem Murren, ich bleibe stehen und ich krabbel dann doch durch, weil der Rückstau da ist, wiederholt sich 400.000 bis 1,5 Millionen Mal pro Sekunde. Also sehr, sehr schnell können wir nicht sehen, aber wir können das nachher mal, wenn wir die ersten Spulen fertig haben, mit dem Oszilloskop mal sichtbar machen. Da stellen wir mal die Frequenz ein und dann gucken wir uns mal, wie das hier aussieht. Dann sieht man das auch ganz toll mit diesem Murren, mit diesem Rückstau. Dann hat man nämlich einen schönen Graph. Hier ist die Spannung, dann sieht man, dass die abfällt und dann geht die Schwingung los. Ja, das ist quasi hier der Rückstau und dann geht es los, weil die Rutsche sich öffnet. Das gucken wir uns nachher mal an. So, das ist jetzt die große Schaltung. Habt ihr noch Fragen dazu? Cool erklärt. Ja.